Hey liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hearthstone Battlegrounds. Wir haben hier einiges am Start. Wir nehmen Nostormu. Wisst ihr was? Ich habe schon Ewigkeiten kein Nostormu gespielt. Momentan in der Taverne befinden sich Beast, Demon Strengths, Elementals und Nagas. Das heißt, oh nice, wir haben keine Max, wir haben keine Quillbores. Elementals sind natürlich ein bisschen schwierig dann in der Hinsicht. Wir haben Murlocs auch nicht dabei. Das heißt also, willst du entweder sehr Beast-dominiert werden, sehr Dragon-dominiert werden oder vielleicht hat jemand eine starke, schnelle Elemental-Naga-Kombo. Das wäre so die Thematik, die ich sehen würde. Okay, was ist unser Plan? Wie wollen wir spielen? Was können wir denn hier machen? Wir können entweder den Guardian nehmen, wir können auch dich hier rausnehmen. Ich könnte auch den 3-3er nehmen, der bekommt ja nicht dauerhaft Stats, der bekommt auch nicht dauerhaft Stats. Ich würde mir gerne beides kaufen. Wir kaufen einfach mal. Oh, wir haben eine Free-Round. Ja, komm, wir machen mal so, rollen einmal. Okay, das ist halt nicht schlecht, aber wir werden ja sowieso nichts kaufen, von dem her. Alles cool. Ich hätte auch theoretisch den Tavern Spell nehmen können. Über den Tavern Spell dann mir was rausziehen. Rollen, in der Hoffnung, den weiteren One-Cost Tavern Spell zu bekommen. Um da nochmal reinzugehen. Ah, ich glaube, das wäre viel zu deep gewesen. Gut, wir gehen für einen Level Up. Ich kann nochmal rollen. Vielleicht sehen wir schon einen guten Tutor. Ich meine, das hier wäre ein Key. Das wäre schon eine Key-Einheit auf 2 für Nagas. Wäre geil grundsätzlich. Die Frage ist, möchte ich auf Nagas gehen? Und das weiß ich tatsächlich noch nicht. Nice, ich habe den First Hit. Es war eine 50-50-Chance. Von dem her. Hätte ich nicht richtig, hätte ich nichts falsch machen können, wenn wir mal ehrlich sind. Das Einzige, was ich anders hätte machen können, wäre ein Minion kaufen. Okay. Okay. Ich meine, ich habe keinen Summoning-Minion, was ein bisschen schade ist. Grundsätzlich ist es cool, wenn ich den hier rauskaufe, wenn ich das hier kaufe, nochmal Roll, vielleicht kriege ich nochmal einen One-Drop, kriege ich leider nicht. Ich habe aber auch hier keinen Summoning-Minion. Das heißt also, ich gehe mal für den Kollegen hier. Ich könnte nochmal rollen. Einfach um zu sehen, was passiert. Wir geben ihm ja mal +2/+2, weil das Gold ist sowieso verloren. Das wäre cool gewesen. Der Minion wäre auch sehr cool gewesen. Wir haben im nächsten Zug Doppel-Minion. Das heißt, ich möchte hier eigentlich das nicht machen. Hier im nächsten Zug ein Doppel-Minion. Oh, hier sehen wir schon einen der ersten Nerfs tatsächlich. Also mit dem neuen Patch wurden ja auch einige Schlachtfeldeinheiten hart genervt, muss man dazu sagen. Und ja, das war einer dieser Nerfs, dass dieser Demon, der war wohl am Anfang sehr stark, dass der dann angepasst wurde. Tatsächlich ist es ziemlich cool, dass ich so einen frühen Elemental-Buffer hier kriege, solange er unseren Elementar hier nicht selbst bufft. Das ist eine sehr schöne Sache. Was macht eigentlich Chromie? Minions in your tavern have +1/+1 for each time it was refreshed this turn. Das kann tatsächlich sehr nice sein. Oh nice, nochmal einen davon. Ich meine, es wäre ein Level Up und ihn hier. Plus ich habe noch Gold. Ich glaube mal, das möchte ich tatsächlich freezen. Ich fokussiere mich jetzt schon komplett auf Elementals, weil ich halt echt gerade sehr gute Elementare in den ersten Zügen ziehe. Das Problem ist halt, ich bräuchte entweder, muss ich auf einen Rag kommen, oder aber, ich muss gerade mal gucken, wo ist denn, oh nice, das war ein guter Hit. Ja, das ist auf jeden Fall ein Win für meine Seite, sehr schön. Oh wow, er hätte tatsächlich eine sehr hohe Winrate auch gehabt. Oder aber hier einen Flourishing Forestling. Oder bei den Six Drops ist halt er hier auch relativ cool, wenn wir Cycle Elemental spielen. Okay, passt auf. Ich könnte meine Chromie rausholen. Ich gehe auf jeden Fall für 4. Ich gehe auf jeden Fall für 3. Ich könnte einen One Drop hier rausbekommen. Das ist wahrscheinlich auch mein Plan, den hier zu holen. Get a random One Drop. Das ist sehr gut. Will ich das jetzt schon rausspielen?
Ich meine, Wildfire Elemental ist sehr stark. Ein frühes Wildfire Elemental könnte mir halt hier wirklich einen extremen Boost geben. Aber ich werde hier nicht gierig freezen. Ich werde versuchen, sinnvoll eine Chromie im nächsten Zug rauszuziehen. Mein Reroll nehmen. Das waren zwei sehr schöne Hits an der Stelle. Ja, leider ein guter Trade für ihn. Das ist okay für mich. Ist gut für mich. Schade. Wir hätten ihm deutlich mehr Schaden machen können damit. Aber ist okay. Wir machen 8 Damage. This is fine. Das ist sehr, sehr gut, leider. Zwei. Okay, passt auf. Wir können das trotzdem machen. Wir machen so, wir machen so. Wir rollen. Das ist halt... Oh, shit, ich hab... Zählt es trotzdem noch? Es müsste noch zählen, gell? Ja, es zählt noch. Okay, perfekt. Puh, ich gehe hierfür... Ich könnte hier jetzt nochmal rollen, in der Hoffnung, dass ich noch ein Elementar bekomme. Komm, einmal geht noch. Ja, yes. Okay, das ist gut. Gibt es einen guten 4-Drop-Elemental? Ja, das gibt natürlich Little Rag. Das wäre auch ziemlich stark. Und dann kann ich nämlich ihn hier verkaufen. Wir gehen hier mal auf einen 4-Drop-Elemental. Nice. Wir gehen hierfür, schauen, was wir rausbekommen. Nice. Okay, ich verkaufe ihn. Ich spiele ihn. Und dann rollen wir nochmal. Und dann freezen wir, weil wir ihn haben. Ah nein, der Freeze war nicht optimal. Sehe ich das richtig? Er war nicht optimal, gell? Das ist ein sauberer Hit gewesen. Mein Death Rattle stirbt auch hier safe. Das ist schön. Damit kriege ich den Buff. Und damit geben wir Tikatus hier ordentlichst Schaden mit dem Tavern Tempest. Ich nehme mal das hier mit. Ich gehe fürs Level Up. Ich kaufe ihn hier raus. Ich kann rollen. Der ist halt auch wieder extrem gut. Ich verkaufe ihn hier. Ich meine, die Plus-Damage sind halt nicht schlecht, ne? Oh mein Gott. Das ist zu gut, um es nicht zu keepen, Leute. Beide. Ich habe jetzt natürlich einen weniger, aber das hier wäre halt... Ich werde Elemental cyclen, definitiv. Das ist mein Play. Deswegen, ich muss eigentlich für die zwei gehen. Und auch wenn ich jetzt diese Runde hier verlieren werde, ist es ja grundsätzlich jetzt nicht das Schlimmste in Anführungszeichen. Oh, interessant, was er hier spielt. Wird natürlich später dann für seine Minions super, super stark ausgehen, weil er diese doppelten was war's? End of Turn? Ne, at the start of, at the end of your turn, genau, Effekte doppelt hat. Das heißt, so früher wie Rag ausschalten, desto besser ist es logischerweise. Aber das ist halt ein Dude, den ich definitiv hier auf dem Spielfeld haben will. Den Kollegen hier werde ich herauskaufen. Jetzt gucken wir, dass wir vielleicht einmal, okay, das ist halt auch ziemlich gut. Weil ich damit halt konstant stärkere Minions bekomme in der Taverne. Sehr schön, wir verkaufen ihn hier. Wir spielen den Kollegen hier. Wir verkaufen ihn mal noch nicht. Ich kaufe ihn hier erstmal raus. Wir kaufen auch den One-Drop-Tavern-Dude. Das ist halt auch gut mit dem End-of-Your-Turn-Ding.
ordinary minions. Doppel-Tavern Spells. Das heißt, ich gehe mal hierfür. Wir geben ihm hier Bananas in Pyjamas. Wir gehen für das hier noch nicht. Das können wir auch im nächsten Zug casten. Das ist noch ausreichend. Okay, dann bekommst du jetzt hier am Ende unseres Zuges plus 2 plus 2. Und wir haben hier noch Buffs. Also, ja, wir sind statwise sind wir noch nicht so weit vorangeschritten. Dragons. Das waren zwei sehr gute Hits für ihn. Okay, er hat mir meinen einen teuren Minion übrig gelassen. Hier, auf ihn könnten wir aufpassen müssen, wenn er in den nächsten Runden die richtigen Karten bekommt. Weil dann kann es echt eklig werden. Pass auf, ich kaufe ihn raus, ich role. Okay, das ist halt viel zu gut, Leute. Gehen mal hierfür. Wir haben den Buff gekriegt. Passt auf, wir gehen mal. Ich hätte hier so gerne einen Triple drauf, Leute. Ich hätte hier so gerne einen Triple drauf. Wir machen das mal so. Komm, wir packen ihn mal weg. Wir kaufen den hier und kaufen den hier raus. Wir spielen ihn hier. Damit haben wir free refreshes jetzt. Das heißt also eine Power-Synergie. Wir kaufen das hier raus. Und spielen den Kollegen hier. Und dann haben wir im nächsten Zug. Sagst du. Ne, er sagt nicht Until End of Turn. Er sagt einfach nur, hey. Eine freie Wahl. Jetzt wäre es natürlich praktisch, wenn du zuerst angreifst, glaube ich. Ich habe hier halt keinen Taunt oder sowas, wo die gegnerischen Einheiten reinrennen können. Und wenn ich es halt schaffe, hier einen guten Minion rauszuschneiden. Leider nur zwei, dammit. Okay, war trotzdem in Ordnung. Er macht einen Abgang. Er macht einen Abgang. Das ist eine Beast-Combo, die zwar etwas spät gezündet hat, aber der hier ist gefährlich, Leute. Ich krieg die nicht mehr down, alle. Ich werde die Runde verlieren aufgrund von ihm hier. Ja, der ist zu dick, Leute. Rechts? Oh, doch, es reicht noch genau aus für einen Unentschieden. Holy, okay, aber Beasts, Leute, halt. Beasts. Die sind super, super fast. Okay, ich hätte hier zwei Tavern 5. Das ist ziemlich gut. Wisst ihr was? Nee, wir rollen erstmal, um die dann auch noch zu buffen. Das ist eine schlechte Ding. Wen verkaufe ich? Ich verkaufe ihn hier, weil er momentan noch zu schwach ist. Aber ich nehme hier einen Free Roll. Dann kann ich hier also rollen. Oh mein Gott. Okay, das ist halt das, was ich hier sehen möchte, Leute. Das ist definitiv das, was ich hier sehen möchte. Ein Ragster ist halt Top Tier. Ja, ich kaufe ihn definitiv raus. Die zwei wären halt auch cool, wenn sie noch mehr gebufft werden könnten. Ich gehe wahrscheinlich aufs Level Up hier an der Stelle, gell. Ich gehe hier fürs Level Up, ich verkaufe. After you play an Elemental, give it plus 4, plus 2. Und der hier ist halt, after you play an Elemental, give a friendly minion stats equal to the Elementals tier. Das ist halt so viel besser. Also wir verkaufen mal den Kollegen hier, spielen mal den Kollegen hier, freezen dieses Board hier, weil das einfach insane ist.
Weil ich die zwei hier nämlich haben möchte und damit kriege ich echt gute Buffs auf mein Spielfeld. Ich gehe für Toki, für Chromie, kann sie immer wieder verkaufen jetzt. Und wenn wir die Runde verlieren, dann ist es auch nicht grundsätzlich schlimm, sage ich mal. Und die Runde wird relativ heftig werden. Der 25-11er tradet rein, das ist gut, der ist damit schon mal raus. Ja, der Effekt wird leider nicht aktiviert. Der ist auch raus, meine sind leider auch raus. Ja, das ist ein ziemlich saver Lose durch den starken Effekt, den er jetzt hier hat. Die Dämonen machen einen guten Job bei ihm hier. Das ist ein wichtiger Trade gewesen. Schön, sehr schön. Auch sehr schön. Vielleicht rechts noch? Jawohl. Es ist ein Unentschieden, Leute. 1,4%iges Tie haben wir hier rausgeholt. Ho, ho, holy. Nice. Das war definitiv nicht schlecht. Okay, wir gehen mal hierfür. Kriegen dann hier das Triple, das einmal durch die komplette Däge fliegt. Wir kaufen den Kollegen aus. Wir kaufen den Kollegen aus. Wir rollen einmal die Würfel. Okay, dann spiele ich ihn hier. Gehen nochmal für eine Rollung. Immer noch keine Elementare. Wir holen mal das hier raus. Wir verkaufen ihn wieder. Wir spielen den Kollegen hier. Gehen nochmals. Oh, wait. Wir gehen erstmal für das hier, um zu schauen, ob wir irgendwie was richtig geiles Six-Drop-mäßiges kriegen. Das ist halt alles. Also, es ist alles grundsätzlich richtig cool, was wir da rausgezogen haben. Aber nicht für mich. Play. Okay. Okay, okay, okay. Whenever this takes damage, get a random tavern spell 3 times. Das hier ist eine Keykarte, die ich hier sehr, sehr gerne sehe. Deswegen spielen wir mal ganz kurz ihn hier raus. Discover a tavern tier. Das ist ein Elemental, das ist gut. Den nehme ich mit. Das ist auch noch ein zusätzlicher Buff. Ihn finde ich halt echt wichtig. Die Frage ist, ob das hier für mich noch ein wichtiger Play ist oder ob der hier genug ist. Plus 1 Leben macht eigentlich echt fast nichts mehr aus und ich kriege halt echt gut Stats dann. Andersweitig über ihn. Das heißt also, ich kann ihn hier kaufen, ich kann ihn spielen, ich kann ihn verkaufen. Ich gucke nochmal rein. Okay, das ist ziemlich cool. Das möchte ich tatsächlich mitnehmen für die nächste Runde. Und dann spielen wir den hier raus. Den finde ich auch eigentlich so nicht schlecht. Und dann wählen wir einen 21er 17 und verteilen das einfach als Stats mal auf unsere Minions. Gute Hits. Also für uns ist jetzt grundsätzlich wichtig. Oh, das ist definitiv ein Kill. für uns ist jetzt grundsätzlich wichtig, dass wir konstant unsere Minions immer weiter. Also wir müssen wirklich hier, wir wollen durchrollen und zwar wie ein Wahnsinniger. Das heißt also, mir wäre es echt lieb, wenn ich hier einen Triple rausziehen könnte. Beasts. Das wäre richtig cool, wenn ich einen Triple rausziehen könnte. Grundsätzlich. Boah, es fällt mir so schwierig, die Sachen hier zu bekommen. Ja, gib mir mal den Coin. Es fällt mir grundsätzlich so schwierig, das den Ding rauszuspielen. Das ist viel zu gut, um es nicht zu machen. Weil dann können. Also, es tut mir echt leid, dann musst du jetzt einfach weichen. I'm sorry. Weil ich dann nämlich das hier machen kann. Und dann verteilen wir halt richtig, richtig fett die Stats. Erstmal kurz rollen. Nice. Oh mein Gott, das ist gut. Okay, dann kann ich nämlich so machen. Dann kann ich ihn hier rauskaufen. Dann kann ich so machen. Dann kann ich so machen. Dann kann ich das hier auch rauskaufen. Ich verkaufe ihn hier. Ich spiele das hier raus. Ich hole hier ihn hier aus dem Pot. Ich rolle nochmals. Ich weiß, hier sind jetzt auch Elementals dabei, aber das interessiert mich nicht, weil die kriegen jetzt nämlich nochmal +2/+2, wenn ich nochmal rolle. Und damit habe ich hier einen 24-25, das ich verteilen kann auf eine Einheit. Sehr schön. Spellcraft aktiviere ich hier. Ja, +1. Wir geben ihm hier Taunt. I don't care. Und dann du wirst keinen Taunt spielen. Doch, es könnte gut sein. Und dann kriegst du nochmal Attack. Mich just freezen. Ich freeze es mal, um ihn rauszukaufen. Vielleicht sogar für einen Triple zu gehen. Okay, Elementals laufen gerade gut an.
Guter Hit? Sehr guter Hit. Holy. Okay, das war meiner Ansicht nach. Okay, es ist leider nicht Trigor geworden. Das ist ein bisschen unpraktisch, aber ich glaube, ich werde es verlieren, weil Trigor einfach so ein fetter Dude ist. Ich werde es safe verlieren, weil Trigor einfach so ein unglaublich fetter Dude ist. Ja, da kann ich nichts machen. Okay, wir müssen also gucken, wie wir gegen diesen Trigor ankommen. Das ist aber auch der einzige Minion, der mir hier an dieser Stelle Probleme macht. Und ich denke aber trotzdem, dass wir da echt gut klarkommen können dagegen. Wir kaufen mal das hier raus. Ich habe noch einen Free Cycle an der Stelle. Okay, nochmal theoretisch einen Free Cycle. At the end of your turn. Ich habe keinen End-of-Turn-Effekt. Meine Frage ist halt, ob er hier jetzt wirklich noch relevant ist, Leute. Ich glaube tatsächlich nicht. Er hat zu wenig Stats für mich, dass es irgendwie was Sinnvolles ergibt, wenn ich ihn spiele. Okay. Wir gehen mal ganz kurz hierfür. Ist nicht ganz optimal. Ich habe leider keinen Demon. Aber ich möchte die goldene Einheit haben. Ich habe keine Battlecries so wirklich. Nee. Grundsätzlich hatte ich im letzten Game wirklich die optimalsten Trades, aber ich habe leider echt nichts daraus bekommen, was sehr schade ist grundsätzlich. Ich verkaufe ihn, ich kaufe ihn, ich spiele ihn, ich habe auch keinen Free Reroll mehr. Das heißt also, ich muss jetzt mit dem klarkommen, was ich hier habe. Und dann gebe ich die Stats zu einem meiner Minions, das ist gut. Und dann schauen wir mal, wir haben zwei große Taunter, das heißt also... Wenn du dein 50-50 triffst, wenn er so weiterhin aufgebaut ist, sind wir gut dabei. Dann sind wir wirklich gut dabei. Es ist tatsächlich egal, wo er den 50-50 trifft. Weil beides mal sehr gut ist. Natürlich ist das hier unglaublich stark wegen dem Effekt. Aber er beschwört jetzt nur den kleinen Dude. Wir werden das hier vielleicht... Wir werden das safe verlieren wegen dem Death Rattle-Effekt hier, gell? Schade. Da kommt der Resummon raus. Das ist ein 3-4er. Okay, wir verlieren es doch nicht. Das ist ein Unentschieden. Es ist ein Unentschieden. Das heißt also, gegen den kommen wir noch klar. Okay, hier habe ich den Reroll-Dude nochmal. Das heißt, den nehme ich mal mit. Ich... kann ihn hier mal direkt... Ne, wir rollen erstmal einmal. Wir müssen ihn ja nicht instant verkaufen. Okay. Ich bräuchte halt zwei Slots, damit das wirklich sinnvoll funktioniert, gell? Ja, wir werden das jetzt einfach so machen. Eigentlich müssen wir echt dann für einen Buy and Sell gehen. Zack. Ich kaufe das hier raus. Ich wähle Elementare aus. Oh mein Gott, das ist tatsächlich. Das hat sich komplett selbst finanziert, das Ding gerade. Das hat sich komplett selbst finanziert. Und ich kaufe jetzt hier auch alle Elementals und sowas raus. Weil mein Ragster halt hier auch gut Stats dafür verteilt. Der macht es ja nicht nur einmal pro Zug, sondern für jeden. Und der hier macht es halt auch nochmal für jeden im Zug. So. Nochmal einen Sell, dann kann ich nämlich hier verkaufen. Kann noch, kann nochmal ihn hier rausziehen. Zack. Kann nochmal for free rollen. Und hab hier einen Leeroy. 2022 sind die Max Stats und die verteile ich jetzt mal auf meinen Ragnaros. Okay. Ich meine, Shellamental, guter Minion. Wirklich guter Minion. Jetzt ist halt die Frage, ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich sage, ich möchte für Leeroys und Co. gehen? Grundsätzlich sage ich mal, wäre es die richtige Entscheidung. Weil das ist halt so ein wildes Board einfach nur. Also wie er damit auf vierten Platz gekommen ist. Ich weiß, er ist natürlich fetter gewesen damals, aber trotzdem. Ich verliere halt gar nichts. Und jetzt kommt es drauf an, wer von den zwei gewinnt. Wenn halt jetzt, also ich würde mal sagen, dass er hier definitiv gewinnen wird. Oh mein Gott, er hat ihn rausgehauen.
Was? Oh, shit. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, jo, das wird sicherlich wehtun. Aber er muss ihm ja unglaublich viel Schaden gemacht haben. Battlecry Minions. Bringt mir halt nichts, Kollege. Ich versuche mal einen Six-Drop rauszuziehen, sonst habe ich wahrscheinlich hier echt ein bisschen Pech. Okay. Das ist ein kompletter Roll, den ich durchführen kann. Das ist schön. Ich gehe für den Roll. Wie viel würde ich hier rausziehen? Ich würde bekommen 1, 2, 3. Aber ich kann ihn nicht mehr bekommen, gell? Ich habe es jetzt gerade... Ich habe theoretisch hier einen Fehler begangen, fällt mir auf. Okay, mein Rag wird halt gerade echt fertig. Ich hätte auch nochmal rollen jetzt können an der Stelle, weil es sowieso keinen Unterschied gemacht hätte. Ich habe trotzdem die... Ah, 29, 21 wäre besser gewesen. Okay. Ich denke mal, das sollte tatsächlich Game Over sein in dem Stadium, weil er hat jetzt... Oh, wenn ich ihm Wind Fury geben könnte, wäre das cool. Hätte ich ihn nochmals, hätte ich wahrscheinlich eine laufende Win-Condition. Also dann würde das vermutlich funktionieren, weil ich sagen könnte, okay, ich nehme einfach meine 10 Gold und baller die in Rerolls, bis ich einen Triple kriege von meinen Einheiten, die ich habe. Und dann würde ich einfach nur sagen, alle haben plus 20 bekommen. Ich verpasse den Dudes hier überall plus 20. Würde grundsätzlich funktionieren. Aber dadurch, dass ich nur einen habe, reicht das nicht aus. Okay, er ist halt wirklich auf die Value Engine jetzt komplett gekommen. Also gegen den hier, gegen den komme ich jetzt auch nur noch an, wenn ich wirklich das Glück hätte. Ja, das ist halt nur once per combat. Das heißt also, ich werde hier an dieser Stelle wieder verlieren, weil er 900. Das heißt also, grundsätzlich wäre es doch machbar. Ich muss einfach nur in den Ding reinhauen, Leute. Wir sind nicht mal so weit entfernt. Es ist ein Minion, gegen den ich nicht ankomme. Und deswegen 56 Leben. Und ich bin definitiv eigentlich in der Winning Position, sage ich jetzt einfach mal. Natürlich habe ich jetzt verloren, aber ich brauche grundsätzlich eigentlich nur eine Einheit, die den Gegner zerstören kann. Sowas hier zum Beispiel. Eine Einheit, die spät den Kollegen zerstört. Es wird jetzt sowieso der letzte Fight sein. Das heißt also, ich kann jetzt schauen, dass ich Toki... Ich kaufe jetzt meine letzte Einheit und dann verkaufe ich Toki. And so, a new minion joined the adventure. A new minion joined the adventure. Oh, das ist der Stuff. End of turn effect to trigger twice. Bringt mir nichts. Da ist nochmal einer. Schade. Das wäre gut gewesen. 28,40 ist nice. Er hatte keine, doch er hatte zwei Taunte. Das heißt also, du wärst vorne sogar besser. Weil dann haben die hier nämlich zwei Free Hits. Okay, ich meine, grundsätzlich... Es geht grundsätzlich eigentlich nur darum, dass meine Earthshaker hier irgendwie den Trigor hitten. Und dass Trigor nicht zuerst sie hittet. Als ob du jetzt den Earthshaker triffst. Nee, du triffst Toki, oder? Komm, du triffst Toki. Nee, natürlich triffst... What the heck?
Oh, es wird wieder nicht funktionieren, gell? Er stirbt, er wird wiederbelebt und der Earthshaker hittet jetzt in den anderen rein. Oh mein Gott, es ist halt wirklich durch den einen Hit, es ist jetzt hier alles drunter und drüber gegangen. Meine Win Condition war hoch. 71% und der eine Hit hat es tatsächlich kaputt gemacht. Ich bin noch nicht raus, Leute. Einmal habe ich noch. Was ist hier nur los, hey? Oh mein Gott. Okay, wir rollen jetzt natürlich darauf, dass wir ein unser Dings jetzt. Set a Minion to 2020. Das bringt halt nichts. Ich meine, das hier ist ganz gut. Ich glaube, Toki bringt mir halt eigentlich nichts. Ich muss jetzt hier einfach schauen, dass ich für die Rolls gehen kann. Du bist ein Amalgam. Du bist erstmal grundsätzlich alles, was gut ist. Nee, nichts. Außer einen Free Reroll, was mir eigentlich jetzt auch nichts mehr bringt. Kein Leeroy. Das Problem ist, ich kann den hier halt auch nicht mehr rauskaufen, weil ich würde benötigen, weil ich dann ein Triple draus machen würde. Und ein Triple ist nicht das, was ich suche. Vielleicht würde mir ein Taunt-Effekt tatsächlich schon ausreichen. Ich finde wirklich keinen Leeroy mehr, leider. Sehr schade. Dann mache ich das so. Dann mache ich das so. Die vorderen Minions sind kein Problem wegzukriegen. Der hintere Minion macht mir die Sorgen. Okay, ich habe beide First Hits, was sehr gut ist. Wisst ihr, ich habe mich halt echt gut dagegen jetzt gewappnet. Das ist wichtig, okay. Der wird auch sterben, das ist schön. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, es bleiben zu viele Minions übrig. Nein. Okay, du hittest jetzt rein, es ist egal wo. Rechts, rechts, rechts. Nein, wie kann es denn sein? Zweimal das 50-50 verloren. Ich meine, war trotzdem ein gutes Game, aber... Oh. Ich hätte in der Hinsicht, meiner Ansicht nach natürlich, hier nicht besser spielen können, dass ich wirklich, ich habe mit zweimal einer über 70%igen Winrate komplett verloren wegen einer Einheit. Und das ist halt super, super uncool gewesen. Ja, ist alles gut. Das ist halt super, super uncool gewesen, weil, also die zwei, ich habe sie extra schon vom Positioning richtig positioniert. Ich hätte sie theoretisch sogar noch ein, zwei da hinten positionieren können, aber dann wären sie durch einen Trade irgendwie draufgegangen. Ah, ja. Wollte nicht, sollte nicht. Naja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben, schreibt was Schönes in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren und haut rein. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.